Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody und unseren ganzen Kindern. Sind das eigentlich jetzt Rylan Bannisters Kinder? Oder von wem sind die Kinder nochmal? Oh mein Gott, wie sieht dieser Stammbaum einfach mittlerweile aus? So, Jackie. Wie lange muss ich scrollen, Digi? Nee, das ist Shigeru Nishidake. Okay, das heißt, wir müssen immer noch als nächstes Rylan Bannister machen. Weil ich habe mir den aufgeschrieben und ich wusste jetzt nicht, ob wir den jetzt schon gemacht hatten oder nicht. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Warum stinkt ja alles? Ew. Timon, was geht? Dir fehlt gar nicht mehr so viel, Bro. Warum kümmerst du dich nicht drum? Also ich weiß schon, dass ich dieses neue Pack definitiv nicht für diese Challenge nutzen werde. Ich werde bestimmt nicht mit meinen Teenagern in eine Schule gehen. In dieser Challenge. Das ist mir dann, glaube ich, echt too much. Und hey, in diesem Part sollte es endlich mal wieder der Fall sein, dass das alles hier passt mit dem Sound und keine Ahnung. Zumindest schlägt das Mikrofon da aus im normalen Dings. Und das Mikrofon hier leuchtet und es ist definitiv angesteckt. Und ich habe alles nachgeschaut. Ich habe keinen Bock, dass das hier schon wieder verkackt. Weil irgendwie ist es immer die 100 Baby Challenge, die hier leidet, ne? Ich weiß nicht, was da abgeht. Sag mal, was denn hier los? Er ist schon fertig im... Reddig, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. Hat sie vielleicht noch kurz Zeit, ihrem Bro zu altern? Weil dann kann Timon nämlich schön älter werden. Ich style ihn aber zusammen mit seinen Geschwistern um. Also mit Jackie und Sally, auch wenn die erst Donnerstag gealtert werden. Aber ich denke, heute schaffen wir das, mehr zu spielen. Weil letzten Part hatten wir nur 2 Tage irgendwie, habe ich gesehen. Ist mir beim Spielen selber gar nicht aufgefallen, aber ja. Happy Birthday to you. Du wirst trotzdem Umstyling mit deinen kleinen Geschwistern kriegen. Deswegen musst du dann leider unumgestylt in die Schule gehen. Obwohl, ich glaube, dieser Mittwoch zählt noch nicht, wo er dann zur Schule gehen muss. Aber wir werden es sehen. Er ist auf jeden Fall zimperlich und social. Bitte Kerzen, bitte Kerzen, bitte Kerzen, bitte Kerzen. Kerzen, please, please, Anneliese. Kerzen sind sehr wichtig. Und der junge Mann braucht auf jeden Fall ein Bett. Süß, wie die synchron die Treppe hochgehen. Love it. Könntest du vielleicht aufhören, dir deine Hände zu waschen? Es reicht jetzt langsam auch. Hallo. Stopp. Einfach so 45 Minuten lang Hände gewaschen. Läuft. Dieser Spielstand ist teilweise so glitchy, ne? Aber ich glaube, es liegt auch teilweise an dem riesigen Stammbaum und so. Ich meine, die hat halt einfach... Wie viele Kinder nochmal? 78 oder 80 schon? Sind wir schon bei 80? Wir sind schon bei 80 Kindern. Holy. Wir sind bei 80 Kindern, Leute. Normalerweise hätte sie jetzt ihr Umstyling bekommen. Aber das wurde ja vorgezogen. Durch den CC-Löschungs-Dingsy-Dings. Ich meine, das ist ja natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir nicht trotzdem das nochmal machen mit dem Umstyling. Aber ja, vielleicht kann Mutti jetzt ja auch gleich mal hier alles aufräumen. Das wäre total toll, weil das ist schon echt widerlich. Sie so, nein, mache ich einfach nicht. Das scheint ihr zu viel Arbeit zu sein, I guess. Sie macht es nämlich einfach nicht. Doch, jetzt. Sie hat zwar noch welche vergessen, aber it's fine. Die schmeiße ich einfach jetzt selber hier rein. Wie das hier auch aussieht, ne? Wie viele Leute sie einfach kennt. Meine Sims kennen nie so viele Leute. Vielleicht bin ich auch einfach ein schlechter Spieler, eigentlich. Man weiß es nicht. Hört auf, mich nach irgendwelchen Räten zu fragen. Ich weiß doch auch nicht. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß in der Schule. Die brauchen teilweise so lange, um eine Interaktion durchzuführen in diesem Spielstand, ne? Also es ist halt wirklich nur in dem Spielstand, wo das halt so extrem ist. Also ich denke schon, dass irgendwas mit dem Spielstand nicht so hundertprozentig stimmt oder dass irgendwie zu viele Sims existieren und keine Ahnung. Und halt, dass dieser Stammbaum viel zu groß ist eigentlich. Aber ja, weil in keinem anderen Spielstand habe ich das so extrem. Ist ja unnormal, ey. Das zeigt aber auch, dass wir hier gute Arbeit leisten. Woo! Stimmt, wir haben noch gar keinen Kleinkindstrampler fertig gemacht, ne? Das war ja nur so ein einer, der dann verkackt war. Also da müssen wir ja nochmal dran arbeiten. Weil die Sachen sind unheimlich süß. And we love some Kleinkindstrampler. Sie ist immer so happy, wenn sie das macht. Das ist so cute. Sie ist so eine Mausi. I love it so much. Er wünscht sich, etwas zu wünschen. Das klingt absolut dumm. Aber ja, er kann sich ja etwas wünschen. OMG, er kann sich ja bessere Noten wünschen. Mal schauen. Vielleicht wird das ja was. Yamachan, why? Wieso kommt er immer in mein Haus rein? Hä? Also wenn wir mit dem mal ein Kind haben wollen, dann wird das auf jeden Fall easy peasy. Oh, Level 10 der Strickfähigkeit. Digi,
Melody hat die Strickfähigkeit perfektioniert und ist jetzt eins mit dem Garn. Sie kann jetzt Spielzeug stricken und andere Sims im Stricken unterrichten, um ihnen zu helfen, ihre Strickfähigkeit schneller zu verbessern. Oh, geil. Das können wir auf jeden Fall tun, ne? Mit Spielzeug. Oh, blauer Bär, weißer Bär und so. Sensenmann-Typi-Dingsi. Oh. Und je, lass uns mal so einen roten Sensenmann stricken. Das erinnert mich irgendwie an unser Dämonenkind, was ja leider von uns gehen musste. Weil sie ja rote Augen hatte. Let's go. Ach, und dieser Oktopus zählt. Und diese Schildkröte auch und der Pinguin auch. Die zählen als Deko. Aber ich will auch einen türkisen Oktopus haben. Ach, mit dem Sensenmann können die, glaube ich, auch richtig spielen, ne? Deswegen vielleicht. Und dann machen wir auch noch so einen Panda-Bär. Oh. Timon Mondschein, hier spricht der Konrektor der Schule. Ich weiß, dass du geschummelt hast, um deine Noten zu verbessern. Hast du etwa gedacht, die Neuigkeit über den magischen Wunschbrunnen würde sich nicht herumsprechen? Deine Schulleistung ist gesunken. Wenn es dein Wunsch ist, deine Leistung wieder auf den alten Stand zu bringen, musst du ganz schön ackern. Nur so gehen Wünsche in Erfüllung. Haha. Schade. Oh, Leistung schlecht. Schade. Wir haben Cassie als Zweierschülerin. Valentin existiert. Tracy ist Einsatzschüler und Julia bleibt auch noch hier. Yay, Tracy, woo! Happy Birthday to you! Und er bekommt als erstes Merkmal kleptomanisch. Und damit verlässt du uns dann auch. Julia, ich glaube, dir geht's nicht ganz so gut. Yay, der Sensenmann wurde fertiggestellt. Er sitzt einfach hier. Wie wär's? Ich find's toll. So, ihr macht jetzt schön eure Hausaufgaben, weil wenn ihr morgen auch noch eure Fähigkeiten erhöhen würdet, dann könnt ihr auch mit ins Umstyling direkt. Das wäre doch cool. Yay. Der Oktopus ist auch fertig. Süßi. Ich wollte auch noch so einen Panda haben, gell? Mach mir einen Panda. Und dann muss Mutter aber auch mal wieder was kochen. Oh, sie kann ja mit ihren Kindern kochen. Oder zumindest mit Cassie oder so. Ist ja voll süß. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das Spiel stürzt ab. Wir machen dieses, was ich nicht aussprechen kann hier. Dieses bekannte arabische Fladenbrot. Ja, ein Nachbar hat einen flauschigen Freund adoptiert. Wie süß! Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Ich finde es übrigens gut, dass Metal einfach groß geschrieben ist. Könnt ihr mal alle gehen, ey? Wenn man sich so ihre Fähigkeiten ansieht, ne, könnte das auch fast so eine Super-Sim-Challenge sein, Alter. Guck, wie viele Sachen sie schon einfach vollständig hat. Ich liebe diese Frau. TV-Staffel-Premiere, Aber hey, die Kiddos sind jetzt dran mit Älterwerden. Toll. Alles Gute. Die Crib ist gerade kurz verschwunden. Hilfe. Und Sally ist engelsgleich. Woo. Umgeh, was hat sie denn an? Süß. Und Happy Birthday to you too. Ah, oh mein Gott, Hilfe. Sie ist unabhängig. Toll. Ja, ich warte jetzt dann noch ab, ob irgendwer noch dann älter wird. Und dann gehen wir in den Cast. Dann nehme ich heute einfach mal ein bisschen länger auf. Weil ich habe irgendwie Bock. Warum ist Würstchen mit Püree eigentlich Level 9 Kochenfähigkeit? Was musst du denn dafür können, großartig? Oh, die beiden sind auf jeden Fall schon mal komplett am Start. Und das sind auch absolut Zwillinge, wie man sieht. Anscheinend mag sie Sommerhitze nicht. Naja, schade. Und sie soll mir jetzt diesen Bär stricken. Hallo? Die beiden sind unheimlich müde. Oh mein Gott. Ab ins Heierbett mit euch. Jammerchan, geh weg. Och, Tracy. Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Wie süß. Ach, das ist ja auch so ein kleiner Bär. Süß. Dann kann sie Premiere von Games of Llamas gucken, während sie auf ihre Kids wartet. Sie läuft auch den ganzen Tag nur in ihren Dessous rum, ne? I love it. Yay. Warum sind die Kinder noch nicht zu Hause? Es ist nach 15 Uhr, Leute. Ha. Valentin ist Zweierschüler, Julia ist Einsatzschülerin, Timon ist befriedigend und Cassie ist Einsatzschülerin. Das heißt, dich können wir rausschmeißen. Dann können wir nach dem Umstyling nämlich noch ein Kind zeugen. Hä? Happy Birthday to you! Und zu guter Letzt ist sie gut. Na toll. Viel Spaß in deinem weiteren Leben. Ich entferne sie schon mal. Und jetzt ist Cassie dran. Alles zum Geburtstag, meine Süße. Alles zum Geburtstag. Alles zum Geburtstag. Ja. Ich bin durch. Sie ist faul und ist freiberufliche Botanikerin. Dann ab in den Cars. Thank you.
Diese sind alle eigentlich schon wieder so süß geworden. I love it so much. Ist dir auch zum Heulen zumute? Ich nachts um 3 im Bett. Yamachan, why? Ryle, mein Lieber. Wir laden ihn mal ein. Und dann können wir ja vielleicht mal Techtelmechte hier drin haben. Weil ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht. Oh, da ist er schon. Hi, Boy. Getören. Er freut sich auf uns. Süß. Warum sagt er jetzt nein? Hallo? Kann ich mich entschuldigen? Wieso ist er überhaupt so sad? Er hat gar kein Recht darauf, sad zu sein. So, flirten. Maybe. Vielleicht willst du das ja. Oh, Junge, warum hast du mich so? Oder hat der irgendwie einen Partner? Oh, mit Anne ist er verheiratet. Aber ist mir scheißegal. Du wirst hier und jetzt mit mir bumsen. Ja, ich will nur dein Kind. Also bisher konnte noch keiner ihr widerstehen. Demnach, ich bezweifle, dass das hier nicht funktionieren könnte. So, you know? Okay, jetzt ist er auf jeden Fall doch ein bisschen mehr into it. Also ich habe jetzt Techtelmechte gedrückt. Mal schauen, ob es vielleicht trotzdem funktioniert. Ich weiß nicht, ob die automatisch Kondome anlegen oder so. Weil ich habe ja Wellness installiert. Und da habe ich keine Ahnung, wie genau das funktioniert, to be honest. Okay, er macht auf jeden Fall mit. Mal schauen. Viel Spaß, ihr beiden. No protection was used. Dann müssen wir es jetzt mal einfach mal ausprobieren. Halt, stopp, Rylan. Ich weiß nicht, ob wir dich noch brauchen. Ich kann ihn nicht mehr anklicken. Reset Sim. Sim not found. Melody ist nicht schwanger. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich hasse es. Ich kann ihn nicht zurücksetzen. Why? Müssen wir noch bis morgen warten? Oh mein Gott. Warum ist das manchmal so schwierig, ein Kind zu zeugen, Alter? Gönn doch einfach mal. Oh, es ist Liebestag. Ist doch romantic, wenn wir ihn einladen. So, wir laden jetzt Rylan ein. Da können wir auf jeden Fall ein Date machen und ihm eine Rose schenken oder so. I don't know, mal schauen. Bisschen romantic sein und dann wird das schon passen mit dem Liebestag, ja? Romantisch betören. Of course. Rose anbieten. Und dann bitten wir um Verabredung. Dass sich immer erst dieses Menü öffnet, anstatt dass sie fragen, ey, möchtest du hierbleiben oder möchtest du woanders hin? Nein, wir müssen direkt in dieses Menü. Warum auch immer. Ich hätte aber auch ehrlich gesagt lieber die Option, hier direkt Techtelmechte zu machen, anstatt nur diese Techtelmechte-Option. Aber komischerweise kommt sie nicht. Ah, die heißt jetzt ja Try for Pregnancy. Aber Try for Pregnancy kann ich hier nicht machen. Wie unnötig, ey. Also ich mag die Mod gerne und so, aber why? Ich will doch nur ein Baby. Beziehungsweise vielleicht zwei. Wäre noch besser. Gönn doch geiler. Elven Daddies, Alter. Okay. Okay, sie gehen ins Bett. Naja, es ist ja auch realistischer, wenn die das im Bett machen. Aber dennoch. Nein, ich will keine Stipendien. Geh weg. No protection was used. I know. Mach einen Schwangerschaftstest. Hallo, wach auf. Diese Frau macht mich manchmal fertig, ne? Mach jetzt einen Schwangerschaftstest. Oh mein Gott. Oh, sie ist nicht schwanger. Oh mein Gott. Wir machen das jetzt so lange, bis sie schwanger ist. Es ist mir egal. Sie hat nur eine Fertility Rate von 20. Das glaube ich nicht. So, ich habe die jetzt mal höher gestellt, weil... I'm sorry, aber das kann halt... Das funktioniert halt bei uns in dieser Challenge nicht. Komm, jetzt aber. Oh mein Gott, ne? Nö. Try for pregnancy. I don't fucking care. Ich habe die Fertility Rate auf 90 gesetzt, Leute. 90 und sie ist nicht schwanger. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Wieso habe ich eine Goldmedaille erhalten? Das macht noch nicht mal Sinn. Oh mein Gott, wieso geht er? Nein. Wo ist Rylan? Wieso kann ich ihn nicht zurücksetzen? Oh mein verfick... Ich kriege hier richtig Aggression, ne? Timon ist zweier Schüler. Toll. Nö. Ich sehe das hier absolut nicht ein. Er kommt jetzt wieder rum. I don't care. Es tut mir leid, dass ich mich gerade um keinen hier kümmere, ne? Aber... hallo, ich hab gesagt, ich werde jetzt in diesem Part hier noch schwanger. Jetzt ist sie traurig. Wollt ihr mich verarschen? Sorry, Cheaty, das jetzt hoch mit der Hygiene, weil ich sehe das jetzt absolut nicht ein. Ich will jetzt einfach nur dieses Kind haben. Ich habe jetzt schon genug gelitten hier. Danach kann ich die Hygiene ja wieder runter cheaten. Ist mir egal. Aber ich will einfach nur, dass die Frau schwanger ist. Auf geht's, ab geht's. Ich setze die Fertility jetzt einfach auf 100%. Weil ich sehe das jetzt absolut nicht ein, Leute. No fucking way. Ich krieg hier schon eine Meldung von wegen, ja, versuchen wir andere Optionen, bla 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 bla. Hier von wegen... Ohne Success und keine Ahnung, ne? Und ob man das checken sollte? I'm sorry, nein. Ist jetzt eh Wochenende für die Kinder, deswegen ist es egal, wie es denen geht, to be honest. Aber ja, die sollen jetzt einfach ein Kind zeugen. Oh mein Gott. Du musst nicht los. Objekt zurücksetzen. Es ist mir egal. Du musst nicht los. Wir haben jetzt hier noch ein Techtelmechte. Keine Widerrede. Toll, Level 3, Jackie. Super. Ohne, dass ich ihr irgendwas gesagt habe. Toll. Wenn die Kinder sich alleine um ihre Fähigkeiten kümmern. We love it. So, jetzt komm ran. Oh,
Zum Glück hat es jetzt... Also ich meine, ich habe auf 100% gestellt. Ne? Wenn das jetzt hier nicht funktioniert hätte, dann wäre ich aber auch echt an die Decke gegangen. Oh mein Gott, ey. Noch schwerer hätte das hier nicht sein können, ne? Meine Güte. Oh mein Gott. Oh, die Tortur ist vorbei, Leute. Ich nehme jetzt auch nur 1,5 Stunden auf. Oh Mann, ey. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo es alles hier ein bisschen besser funktioniert und so. Ja, bis dahin und tschüss.